Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die hier auf Dunnerbear TV. Es ist Tag 28, 3 Uhr. Die nächste Horde steht bevor. Dementsprechend werden wir die Stufe 5er Mission, die wir angenommen haben, noch nicht machen. Ich habe mir aber hier jetzt den Shotgun Messier ausgesucht. Da würde ich ganz gerne mal reingehen. Ist auch nur ein Stufe 4er. Sollten wir also relativ zügig hinkriegen. Die Frage ist nur, wie kommen wir da rein? Mal einmal kurz rumgucken. Rifle Range. Hier sieht es nach einem guten Eingang aus. Vielleicht hätte ich mal Motorrad mitnehmen sollen. Das sieht so aus, als wäre man da drinnen nicht erwünscht. Dann will ich da rein. Vielen Dank. Okay, das war's. Nur ein Täschchen mit Schlagringen drin. Rauskommen wir hier nicht. Verschlossen. Muss doch irgendwie reingehen. Hunde sehe ich schon. Na super. Aua. Die ist offen. Und da ist der Eingang. Alles klar. Dann mal los. Was haben wir hier? Die Tür ist wahrscheinlich zu. Jawohl. Dann machen wir hier weiter. Treffen ist noch nicht so ganz meine Stärke heute. Immer erst im zweiten Schlag. Das Buch kennen wir schon, die brauchen wir nicht. Hier habe ich, glaube ich, noch eine Tasche gesehen. Jawohl. Ach, kannst behalten. Da waren wir schon dran. Interessant. Die Kiste kann ich auch looten. Zwei Pinsel. Naja, bringen ein bisschen Geld. Zu. Ah, okay, das macht Sinn. Sollen wir mal Seil hochklettern? Gucken wir mal erst nochmal, ob ich nicht irgendwas übersehen habe. Aber wo denn? Hier vielleicht. Ne. Okay. Grill und so ein Kram, das hilft uns jetzt gerade auch nicht. Dann gehen wir hier mal hoch. Auch noch keine Sau zu sehen. Da oben ist einer. Keiner aufgewacht? Interessant. Wohl in Ruhe looten. Ah, ich hasse das, wenn da am Anfang so wenig los ist in den POIs. Dann geht es später wieder richtig zur Sache. So, Schrotflinten. Zerlegen weg. Zerlegen, zerlegen, zerlegen. Stoff kann weg. Die Pinsel nehme ich mit. Die können wir auch zerlegen. Eine Schlange. Bisschen Overkill, aber was soll's. Okay. Fleisch brauche ich aktuell auch keins. Lasse ich also liegen, das gute Stück. Oh, ich mich erschreckt, dass die Säcke da gerade umgekippt sind. Und hier geht's auch nicht weiter hoch. Also müssen wir wohl hier in den Fahrstuhlschacht rein.
Shiner zu sehen. Jetzt habe ich was geweckt. Scheint nur einer zu sein. Ich probiere jetzt mal über ihn rüber zu springen. Mit dem neuen Parkour-Skill. Einfach nur der Übung halber. Ey, das geht. Aua. Aber er kann mich trotzdem treffen. Ja, das war jetzt alles ein bisschen überflüssig, aber was soll's. Übung muss sein. Die ist zu. Die ist auf. Irgendwen haben wir geweckt. Klingt aber so, als wäre es nur einer. Ein verirrter Bauarbeiter. Und tschüss. Muss man noch irgendwie reinkommen? Hier geht es auch wieder nicht hoch. Bisschen Farbe. Apropos, eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ich hatte ja immer gesagt, man sieht die Farbe von dem Speer nicht. Das ist nicht wahr. Wenn man den auslöst, hat er dieses Bändchen um. Und ich glaube, das ist in der entsprechenden Farbe eingefärbt. Dummerweise habe ich jetzt die gleiche Farbe gefunden. Dann benutze ich das mal für die Axt. Okay, da ist nichts eingefärbt. Naja, vielleicht ist es auch serienmäßig so. Eine 70er Jacke, die nehmen wir natürlich mit. Die ist zu. Ich glaube, ich bin falsch rum hier reingedackelt. Die Lampen zeigen immer in die Richtung, wo ich gerade herkomme. Da sitzt, glaube ich, einer drin. Ach ne, war nur eine Sporttasche. Oh, what? Ein Steinspeer? Hab schon ewig nicht mehr gesehen. Hier geht's weiter. Na dann. Lol. Hier war ich doch schon. Ah, da ist ein Loch in der Wand. Vielleicht bin ich eben in die falsche Richtung gelaufen. Nee, hier lang. Aber da komme ich ja gar nicht weiter rum. Nee, woanders komme ich hier nicht lang. Okay, dann machen wir das doch jetzt ganz simpel. Ist ja kein missionsbedingter POI hier. Dementsprechend kann ich... Ach, verdammt. Kann ich auch ruhig ein bisschen schummeln, was soll's. Nicht genug Ausdauer. Nur noch kurz warten. Natürlich habe ich genau die Stelle genommen, wo ich nicht weitergehen kann. Entschuldigung. So. Da kann ich auch nicht weitergehen. Das kann doch alles nicht wahr sein. Hier komme ich aber weiter. Nochmal ein Büchlein. Tasche. Ah, guck mal hier. Weiß zwar nicht, wie ich das hinkriege. Doch, hat geklappt. Na Gott sei Dank. Nimm mal den Speer wieder in die Hand. Bisschen Sprit. Werd nicht unvorsichtig hier. Ich muss sagen, auch so ist der Parcours schon ziemlich geil, ne? Okay, das hat dafür jetzt nicht gereicht. Aber ich glaube, dafür könnte das Fenster da sein. Zack. Noch ein Steinspeer. Haben die an dem Loot irgendwas verändert? Habe ich was verpasst? Okay, also ich muss auf jeden Fall ins Nachbargebäude, so wie es aussieht. Aber wollte ich doch eigentlich...
wirklich nur Shotgun Messia booten. Naja. Da hier sonst aber nichts ist, machen wir das mal. Sehe ich da wenigstens einen Zombie irgendwo? Nee, nix. Was haben wir? Schrotflinten, Arbeitsstation. Essen? Topf. Das war's, ne? Mehr ist hier jetzt nicht zu holen. Geh nochmal hier hoch, bevor wir da ins Gebäude reingehen. Da versteckt sich doch einer hinter der Wand, habt ihr gesehen? Und... Uff. Oh oh. Probieren wir mal die neue Waffe aus. Okay, die haben scheinbar Schwierigkeiten zum Herz kommen. Bis auf ein hier. So, machen wir jetzt mal ein bisschen Shotgun-Action. Die habe ich ja schließlich gelevelt. Was sind die jetzt irgendwo reingebracht? Ach doch, der Kopf ist umgefallen. Irgendwo lungert hier. Ah, da. Da lungert. Und tschüss. Ich bin mir sicher, wir werden dich später nochmal wiedersehen. Den Feral lege ich aber schon mal um. Kann nicht schaden. So, bisschen Ordnung gemacht. Werte sind okay. Schön, dass du wieder den Weg zu uns gefunden hast. Ist das eigentlich eine Generatormission hier? So, ich glaube, hier oben haben wir alles, ne? Hier noch ein Ei rausholen. Jawohl, zwei sogar. Dann lasst uns mal runtergehen. Hallihallo. 1, 2, 3. Okay, Shotgun macht auch Spaß. Und nochmal zweimal Shotgun. Nehme ich. So, was haben wir hier? Rüstung. Nutzen. So, Kaffee, Knochen kannst du alles behalten. Hier ist auch zu. Hier waren wir noch nicht drin. Bücher, einmal Reparaturwerkzeuge. Sonst haben wir hier nichts. Ah ja, da sind wir eben drauf gewesen auf dem Dach. Er will, dass wir noch weiter runtergehen. Ich will aber erstmal noch hier oben gucken. Hier hinten war doch noch irgendwas. Ne, hier ist nichts. Okay, der Schrank. Nicht lootbar. Dann gehen wir mal weiter runter. Es ist so früh am Tag, wir nehmen uns mal gerade ein paar Steroide. Werte sind soweit okay. Ah, jetzt sind wir wieder im Shotgun Messia. Er will, dass wir noch weiter runtergehen, aber natürlich gucken wir erstmal, was hier so geht. Hallöchen. Keiner da. Hm.
erste drei Räume nicht einen einzigen Zombie und dann kommt wieder ein ganzer Pool. Der geht nicht. Wow. Schleich dich doch nicht so an. Dachte, ich hätte was kaputt gemacht. Selbstgebaute Pistole, Level 6. Die repariert man, glaube ich, mit einem Rohr. Welches ich gerade nicht habe. Aber da könnte man ja vielleicht rankommen. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Alles klar. Quasi eine Art Notausgang, wenn es mal brenzlig wird. 6er Eisenhelm. Haufenweise Zeugs. Dann mal weiter. Werte sind okay. Kurzer Schockmoment. Noch einer. Ich weiß, man könnte das auch alles mit dem Speer machen, aber ich muss mir irgendwie versuchen anzugewöhnen, dass ich auch die Waffen benutze, damit ich nicht immer so schnell sterbe, wenn es mal drauf ankommt. Hä? Ach, das war ich selber, oder? Ja, alles klar. Militärtruhe. Das brauchen wir nicht. Das nehmen wir mit. Militärregal. Die kann ich zerlegen. Shotgun-Muni. Dafür schmeiße ich raus. Ich trinke einfach was. 90er Verkaufspreis tausche ich gegen 800, das ist schon ordentlich. Da kriege ich. Wobei, nö. Komm, weg damit. Dafür nehmen wir lieber die. Ah, das ist der LKW, wo wir vorhin reingeguckt haben. Oh, das sind ein paar. Oh, erstmal ganz in Ruhe. Sind nur die beiden. Die beiden drei, meine ich. Noch jemand ohne Fahrschein? Oh, tonnenweise Saves. Ich weiß echt nicht, ob das so klug ist, die stehen zu lassen. Die müsste ich eigentlich alle mal mitnehmen. Keine Dukes. Zement raus. Blei raus. Dafür gibt es sogar noch 40. Komm mit damit. Draußen. Einmal ein Büchlein zum Lernen. Die Frage ist hier irgendwo was, wo man sich mal schnell rausklocken kann. Da nicht. Boah. Dass ich an mein Motorrad komme. Lassen wir die Jungs draußen die Arbeit machen. So weit können wir ja vom Abschussgut auch nicht mehr weg sein. Oh, es geht noch weiter runter, okay. Na, guck mal, die kann ich gar nicht aufmachen. Aber den hier hinten in der Kiste konnte ich aufmachen. Wenn es dann doch nur der eine ist, nee, kann ich auch nicht aufmachen. Hallo Schätzelein. Und tschüss. Warum habe ich nur die Tür aufgemacht? Gudi. Dann gehen wir mal in den Keller, wenn das Spiel das möchte.
Da sehe ich was, was Abschlussloot sein könnte. Zweimal Rüstung bucht. Schaden gegen Eisen habe ich doch hier schon drin, oder? Ja. Das ist wohl der teuerste. Nehmen wir den mit. Hier ist der Schießstand. Da gehen wir gleich nochmal drauf. Okay. Das sieht aus, als hätte es einer per Photoshop eingefügt. Trotzdem werde ich da jetzt ein Foto von machen. So, vielleicht kann ich da irgendwas mit anfangen. Hab sogar ein bisschen Geld. Aber nicht genug, um was Sinnvolles zu kaufen. Und was Unsinnvolles brauche ich gar nicht. Okay. Dann Schießstand. Schon mal nett, dass sie mir ein bisschen Munition da lassen. Da ist Wasser drin im Schießstand. Der ist undicht. Ich ahne schon, was passiert. Gar nichts. Ich habe mich vor mir selber erschreckt. Cool. Hallo? Okay, ich habe nicht getriggert. Gut, aber das Problem ist tatsächlich, ich brauche eigentlich mein Motorrad, bevor ich hier irgendwas nehme. Ja, guter Hinweis. Ich kriege gerade den Hinweis, ich soll einfach mal 7 Mal mit der Schrotflinte schießen. Warte mal, wo ist mein Motorrad? Gehen wir noch mal eben das Stück hoch. Dann machen wir uns kurz den Weg frei, bevor ich zum Loot gehe. Ach, kurz, das wird ein bisschen länger dauern. So, da sollten wir durchpassen. Nah genug dran ist es auch. Siehst du, ich hätte mir noch den Dingens einpacken können, ne? Den Candy, Loot Candy Dingsbums, aber ist egal. Ist ja eh nur eine Dreier. So, also hier hätten wir einmal Robotik, aber die hier interessiert mich viel mehr. Ich glaube, die Jacke ziehe ich gleich an. So, das haben wir. Gucken wir uns einmal die Jacke an. Achso, das ist gar kein, das ist eine Brustrüstung. Nee, dann interessiert die mich nicht. Dann kommt sie weg. Ach gut, nee, finde ich jetzt nicht so interessant. Warte mal, kann man das nachgucken? Rüstungen, da. Militär- und Stahlrüstung. Okay, also wird Militär quasi das Pendant zur Stoffrüstung sein, also die leichte. Und die Stahl ist halt die schwere. Okay, nee, dann lassen wir das so bleiben. So, dann lasst uns mal eben einmal gucken. Oh, guck mal, noch ein Schmelztiegel, sehr schön, nehme ich. Einmal Sammelwerkzeuge nehmen wir auch. Und nochmal Schrotflinte nehmen wir, beschwerter Kopfmod nehmen wir auch. Und dann haben wir hier nochmal einen Safe. 5 Anläufe haben wir gebraucht. Und was kriegen wir dafür? Sammelwerkzeuge. 1 Dietrich mehr, als wir ausgegeben haben. Begrüße ich sehr. Und ansonsten war jetzt nichts super Tolles dabei. Perfekt. Da hoch. Was
ist das quasi ein schnellerer Fluchtweg. Hier war ich noch nicht drin, oder? Naja, so toll ist der Loot hier jetzt auch nicht. Aber besser als nix. Oh. Naja. Wollte eigentlich mit dem ersten Schuss beide treffen, hat natürlich nicht funktioniert. Aber Versuch war's wert. Geht's noch hoch? Oh. Wo hätten die mich denn eigentlich begrüßen? Nein, fall da nicht hinterher. Ach, das sind die Zombies, die mich eigentlich hätten begrüßen sollen, als ich da unten in dem Schießgängen drin war. Haben wir hier keinerlei Türen? Doch die hier. Mach die blöde Tür zu. Dann lass sie offen. Die geht nicht. Wie oft muss ich das noch versuchen, bis ich das verstanden habe? Unglaublich, ich mache hier Sachen im Moment, das ist echt unnormal. Die kann ich essen, die hat keine Rezepte. Jetzt will ich da aber nochmal hoch. Halt, stopp, muss was gegen die Kopfschmerzen tun. Mich noch ein bisschen heilen. Und nochmal Steroide nehmen. Da sind sie. Jetzt will ich ja auch wissen, was es da gibt. Nicht so viel, ein paar Bücher. Rotflinten und Essen. Mais kannst du behalten. Das nehme ich mal mit. Das nehme ich auch mit. Da falle ich wahrscheinlich überall durch. Ah gut, Maiskörner. Ist zu. Und dann der Vollständigkeit halber gucken wir nochmal hier hoch. Okay, das ist eine Sackgasse. Cool. Die geht wirklich nicht zu. Motorrad ist auf der anderen Seite. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank für die Abos, die Likes und die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und da gibt's definitiv die Horde-Nacht. Macht's gut. Tschüss.